Hey, meine Freunde, hier ist euer MC DJ Dimitri, live aus dem Ziegengarten mit der ersten Folge von Callcenter Vernichtung. Und wir haben heute einen legendären Gast in unserem Studio. Der wird vielen von euch ein Begriff sein. Der Mann, von dem wir sprechen, ist eine absolute Legende. Seit Anbeginn der Zeit geistert er durch diese Welt, hat zwei Weltkriege überlebt, hat sich erfolgreich für das Verbot von H2O in Lebensmitteln eingesetzt und ist schon so unzählige Male betrogen worden, dass er inzwischen der reichste Mann der Welt ist. Ich präsentiere euch voller Stolz den legendären Hans Maulwurf. Ja, hallo, bin ich schon dran? Ja, mein Name ist Hans, ich bin 84 Jahre alt und Opfer von angewandter Internetkriminalität und Telefonbetrug in Dutzenden Fällen. Dies ist meine Abrechnung mit allen Telefonbetrügern dieser Welt. Wenn ich euch einfach mal mitteilen möchte, was ich von euch halte, in einer Form, die selbst ihr zu verstehen vermögt. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Soll ich anfangen? Ja? In der Schule viel zu blöd, heißt's jetzt Telefongetröt. Statt Karriere, Kind und Frau, wirst du fett und stinkst wie Sau. Von der Familie verstoßen, heißt's nun Bitcoin-Fake-Shop-Lose. Bist absolut talentbefreit, zu jeder Missetat bereit. Statt Ehre, Anstand, kriminell, hoffst du auf Kohle, viel und schnell. Schnell einen Namen ausgedacht, ein schlechtes Skript fix beigebracht. Lahm wie ein Faultier sitzt du da, nicht mal dein Fake-Name ist dir klar. Arme Menschen zu betrügen, erfreut dich jetzt in vollsten Zügen. Doch blöde Sack dumm und debil, wer hier arbeitet, kann nicht viel. Nicht mal betrügen kriegst du hin, schon wächst das dritte Doppelkinn. Bist zu dumm zum Sätze sprechen, Grammatik, Geo und auch Rechnen. Nur Fünfer, Sechser in der Schule, hast Juden, Christen, Deutsche, Schwule, liebst Adolf, Stalin, Erdogan, im hohlen Kopf nur Achterbahn. Ist dir ein Glücksabschluss gelungen, wird geklatscht und laut gesungen. Geschrei, Getöse und Krawall, Stimmung wie im Schweinestall. Und auch du fühlst dich ewig cool beim Elend in der Scheiße suhlen. Keine Ehre, kein Gewissen, mies ins eigene Nest geschissen. Das ganze Leben kriminell, heim zu Mutti, aber schnell. Deine 5 Minuten Fame, die kannst du bald auf YouTube sehen. Du wirst verarscht und ausgelacht, hast es auch hier zu nichts gebracht. Dreist, dumm, frech und blöd wie Brot, droht bald Hartz IV und Wohnungsnot. Meist gehasst in aller Länder, Leute wie du und Kinderschänder. Statt Opa Maulwurfs Kohle klauen, wird dir jetzt fett aufs Maul gehauen. Mossad, Stasi, Interpol, wirst bald zu Hause abgeholt. Dann heißt's dich in den Knast zu schicken, wo dich nicht nur Ziegen ficken. In der Gefängnisschreinerei steht der Bock für dich bereit. Muss ich jetzt auf Aufnahme abbrechen, irgendwie drücken? Nein, Herr Moll, wir machen den Rest für Sie. Ja, Freunde, das war der legendäre Hans Maulwurf live bei uns auf der Ziegenfarm. Grüße gehen raus an die Regierung von Maledivien, Kanadien und Ungarien. Dieser epische Auftritt wurde gesponsert vom Gardasee, vom legendären Kaugummiautomaten. Und ganz besonders danken wir unseren Sponsoren von 3 gelbe Kasten unten und von der Ententasten Company. Geil, dass ihr bei diesem Live-Auftritt dabei wart, Freunde. Ihr dürft euch auf diesen Text freuen. Der wird uns jetzt sehr, sehr oft begleiten in unserem alltäglichen Kampf gegen Telefonbetrug. Ist das die absolute Abrechnung, Freunde? Freut euch auf die kommenden Anrufe und danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, von euch zu hören, wie euch Herr Maulwurfs Auftritt gefallen hat. Und wenn ihr sagt nicht, dann komme ich mit Kalaschnikow.